Hallo und herzlich willkommen im Keller. Wir machen nochmal ein paar Fragen zu Seven vs. Wild, die mir gefragt worden sind. Und für die Neuen, die mich noch nicht kennen, ja, das ist mein Keller. Ja, mein Keller ist eine Bibliothek. Ja, die ist nur dafür da, damit ich angeben kann und so tun kann, als wäre ich gebildet. Gut, und damit zurück zum Thema. Also, Fragen, die mich zu diversen Szenen bei Seven vs. Wild noch erreicht haben. Zum Teil liegt es ein bisschen länger zurück, zum Teil ist es sehr aktuell, wie die Floßbaugeschichte. Aber der Reihe nach werden wir besprechen. Der Fabio futtert Kohle, weil er der Meinung ist, das tut ihm gut. Dann meint der Martin, hier gibt's keine Füchse und damit auch keinen Fuchsbandwurm, also kann er in Ruhe Himbeeren futtern. Nein. Aber auch doch. Dann möchte ich ein paar Takte zu dem schönen Thema, das spreche ich sehr gern drüber, Hirndiarrhö verlieren. Hirndiarrhö, also geistiger Durchfall, ist ein häufig auftretendes gesellschaftliches Phänomen von Leuten, die sich längere Zeit außerhalb ihres gewohnten sozialen Umfelds, vorzugsweise in der Wildnis, aufhalten. Ja? Hochwissenschaftlich. Dann sprechen wir ein bisschen über die Theorie des Feuerbohrens und weshalb ich Feuerbohren für keine ganz so gute Idee für eine Challenge bei Seven vs. Wild halte. Also ein Funkenkritik, aber ganz freundlich natürlich. Und dann die wesentliche Frage, die sich der Fritz auch selber gestellt hat, beziehungsweise mir gestellt hat. Was ist er da? Ja, in, weiß nicht, was war es, Folge 7, Folge 8? Folge 8, glaube ich, oder was, Folge 9? Ich weiß es nicht mehr, aber in irgendeiner Folge ist Fritz etwas und wundert sich, dass er das einfach so isst und wundert sich hinterher im Livestream dazu erst recht, was er da gegessen hat. Und ja, da können wir mal versuchen, Nachforschungen anzustellen, was er da eigentlich isst oder gegessen hat, so rum. Ja, dann möchte noch jemand in den Kommentaren darauf hinweisen, dass Schweden nicht gleich Schweden ist. Tatsächlich ist das wichtig und deswegen möchte ich da auch noch mal kurz drauf eingehen. Dann muss ich noch mit dem Chris schimpfen, weil die Art und Weise, wie deren Baum fällt, lebensgefährlich ist. Also für den Baum ist das egal, aber für denjenigen, der ihn fällt, möglicherweise. Also da kann ich jetzt als Forstmensch, muss ich da einfach noch ein paar Takte zu sagen. Ach, das Floß, ja, und so ein paar theoretische Dinge und wissenswerte Sachen zu wann schwimmt Holz und unter welchen Bedingungen am besten und wie kann man das für ein Floß nutzen. Und zu guter Letzt wollte noch jemand wissen, wo ist denn nicht Losung für irgendwas zu gebrauchen? Mehrfach ist ja bereits Elchköttel gefunden worden. Diese lustigen Köttel, die da rumliegen, die eigentlich recht klein aussehen, jetzt habe ich meinen Zettel verloren, und unscheinbar wirken, das sind nämlich tatsächlich Elchköttel. Ja, und damit legen wir jetzt los. Und zum ersten Punkt, der Fabio futtert Kohle und ist das eine gute Idee? Dazu einen Schwank aus der... Keine Ahnung mehr, wann das war. Wann war denn das? 2008, 2009, sowas um den Dreh. Da hatte ich eine Jugendgruppe, die ich geleitet habe, die eine Trekkingtour, also eine Mehrtageswanderung mit Übernachten draußen in Schottland vorgenommen hat und eine Teilnehmerin, die neigte nach ein paar Tagen dazu, Panikattacken zu bekommen. Ja, also heute würde man es Panikattacke nennen. Damals hatten wir keinen Plan, was das eigentlich ist, was sie da für ein Problem hat. Aber nichtsdestotrotz, das war nicht so schön. Ja. Und das hat dazu geführt, dass wir sich halt irgendwie mussten wir uns um sie kümmern. Und wir wussten auch nicht so genau, was hat die jetzt? Hat die jetzt was Physisches? Hat die jetzt was Psychisches? Hat die irgendwas von beidem? Wahrscheinlich war Letzteres dann letztendlich auch irgendwie der Fall. Aber das weiß ich nicht genau. Und was wir jedenfalls getan haben, um zurück zum Thema Kohlefuttern zu kommen, war, wir haben ihr neben guten Zureden und etwas Liebe, in freundlichen Zuredenformen, so in die Richtung, haben wir ihr auch Kohletabletten verabreicht. Ja? Und zwar im Prinzip als Placebo. Tatsächlich sind nämlich Kohletabletten in der Hinsicht schon mal wahnsinnig praktisch, wenn man irgendwie mit einer Gruppe unterwegs ist oder eben eine größere Apotheke dabei hat, weil man gar nicht genau weiß, was einen erwartet. Und irgendjemand kriegt Panik oder hat vor irgendwas Angst oder hat Probleme, die möglicherweise auch, ja, man darf die physische Ursache, also dass es wirklich ein körperliches Gebrechen ist, niemals ausschließen, aber auch vielleicht eben mit der Psyche zusammenhängen können, dann hilft tatsächlich ein Placebo. Sprich, irgendwas nach Möglichkeit medikamentig aussieht und wenn du dann mit entsprechend sicherem Auftreten bei fast völliger Ahnungslosigkeit eine Kohletablette verabreichst, die in keinem Fall schaden kann, das ist nämlich wichtig. Also Kohle zu futtern ist vollkommen harmlos, da kann
kann dir nichts passieren. Da kannst du riesige Mengen von mampfen, da passiert dir immer noch nichts. Es wird halt irgendwann vielleicht nicht besonders lecker, aber es ist vollkommen harmlos und kann nur helfen. Kann im Grunde wirklich fast nicht, ja gut, okay, sagen wir mal, wenn du jetzt das drei Lagerfeuer auffutterst und nach Möglichkeit noch im glühenden Zustand, dann wäre es vielleicht zu viel. Ja, und das hat als Placebo jedenfalls wunderbar funktioniert und dann ging es ihr besser, einfach weil sie das Gefühl hatte, sie hat jetzt was gekriegt, das ihr hilft und davon war sie überzeugt und das haben wir wohl auch entsprechend verkauft, dass ihr das jetzt hilft und ja, dann ging es ihr wieder gut. Ne? War zugegebenerweise nicht meine Idee mit der Kohle, aber ich war jedenfalls dabei. Und das ist so ein Anwendungsbeispiel eben, wo man dann, gerade wenn man mit Leuten, die da halt eben noch nicht so viel Outdoor-Erfahrung haben, die einem aber vertrauen, unterwegs ist, vielleicht auch ein bisschen jüngeren Leuten, Kinder zum Beispiel, Jugendliche, dann ist es schon ein Thema, wenn man gerade so irgendwelche Placebo-Medikamente dabei hat, die auf keinen Fall schaden können, aber denen man dann notfalls, auch wenn es ein kleines bisschen Beschiss ist, irgendeine Wirkung andichten kann, kann man noch ein paar wissenschaftliche Fachbegriffe dazu raushauen, die nichts damit zu tun haben, aber dann klingt es besser. Ja? Also das ist einfach so eine kleine Geschichte dazu. So, zurück zum Fabio und seine Idee, ein bisschen Kohle zu futtern, falls er sich mit irgendwas vergiftet oder den Magen verdorben oder sonst irgendwie hat. Idee hervorragend. Ja? Vollkommen richtig, da hat er vollkommen recht. Das funktioniert auch und gerade wenn man sich irgendwelche Vergiftungen durch zum Beispiel Pflanzengifte und oder eben wasserbefindliche Gifte, nochmal ein kleines bisschen zurück zu unseren Aktivkohle-Tabletten, die man in der Apotheke bekommen kann, die sind auch nicht verschreibungspflichtig oder sonst wie. Aktivkohle ist im Prinzip besonders wirkungsstarke Kohle, weil die Funktion, die so eine Kohle hat, besteht im Grunde darin, dass die aus einer super feinen Oberfläche mit jede Menge chemisch aktiven Ecken und Kanten und Nupselchen besteht. Ja? Und diese Nupselchen, diese chemisch aktiven Nupselchen, die haben jetzt eine Ladung zum Beispiel, eine elektrische Ladung. Und wenn da jetzt irgendwas anderes in der Nähe von so einem Nupselchen vorbeifliegt, zum Beispiel so ein Gift, ja, und dann kommt das an dieser elektrischen Ladung vorbei und dann macht es bzzz. Ja, und dann klebt das Nupselchen, also das Giftnupselchen am Kohlenupselchen und das Giftnupselchen kann nicht mehr bei uns im Magen rumspuken oder sonst irgendwo im Körper rumspuken, weil es klebt fest am Kohlenupselchen. Und wenn jetzt das Kohlenupselchen mit dem Giftnupselchen sich zusammen durch den Darm bewegen, dann bleiben die immer noch miteinander verbunden, weil diese Kohlepartikel nicht wirklich verdaut werden. Das heißt, da wird nichts abgetrennt, was da einmal dran klebt. Ja, und im Endeffekt wird das Ganze dann als etwas Unappetitliches am Ende wieder ausgeschieden. Ja, aber damit wird man das Gift tatsächlich wieder los, bevor es sich im Körper verteilen kann. Und das ist die Funktion, die Aktivkohle besonders stark ausübt, weil da eben sämtliche Nupselchen vorher aktiviert wurden und jetzt besonders reaktiv sind. Normale Kohle aus dem Lagerfeuer hat weniger Nupselchen, deshalb braucht man da einfach mehr von. Funktion dieselbe, weniger stark wirkend, also friss mehr. Mehr heißt in diesem Fall grundsätzlich toll, dass der Fabio weiß, dass er Kohle futtern soll. Die Menge war hinten und vorne nicht ausreichend. Tatsächlich muss man ungefähr so zwei Handvoll von Kohlebrocken, die man sich aus dem Feuer gesammelt hat, für eine starke Vergiftung, für eine, wo man wirklich sicher ist, ich habe Vergiftungssymptome und ich habe mir ist schwindelig, ich habe Erbrechen, ich habe an allen Ecken, an allen Enden kommt's raus, sowas in die Richtung, ja. Und dann muss man wirklich so eine Menge Kohle in etwa verzehren. Das ist so die empfohlene Menge. Das heißt also mit so einem kleinen Stück. Ja, es ist aber als Placebo toll. Ja, wenn du selbst das Gefühl hast, dass du dir damit was Gutes tust, dann kann das schon ausreichen, dass einfach dein Hirn das jetzt weiß, du hast dir gerade was Gutes getan, dafür sorgt, dass du dich auch besser fühlst. Also diesen Placebo-Effekt, der ist was ganz Wunderbares. Den darf man gerade, wenn man draußen ist und keine wirkliche Medizin, also jetzt pharmakologisches Zeugs zur Verfügung hat, dann ist das eine ganz, ganz mächtige Waffe sozusagen gegen verschiedene Leiden, unter denen man leiden kann. So, ich hoffe, das habe ich jetzt mit wenig genug Chemie erklärt, dass es auch ein bisschen verstehbar war. Aber im Grunde ist es einfach ein großer Schwamm, so ein Kohlepartikelchen, der Giftstoffe aufsaugt. Ach so, übrigens,
nicht nur Giftstoffe, theoretisch auch Mineralstoffe und sonst wie. Man sollte also, nachdem man eine große Menge Kohle geschluckt hat, um giftlos zu werden, hinterher auch gucken, dass man seinen Mineralienhaushalt so langsam wieder auffüllt. Also einfach besonders viel Wasser trinken, das reicht dann schon. Da sind schon genügend Mineralien drin. Also viel trinken ist ohnehin immer eine gute Idee. Gut. Dann, nächstes Thema. Keine Füchse. Hier gibt es also keinen Fuchsbandwurm, weil Füchse gibt es hier nicht. Na, im Gegenteil, in Schweden, also wenn wir jetzt Gesamtschweden angucken, gibt es sogar doppelt so viele Fuchsarten wie in Deutschland, nämlich den Rotfuchs und den Polarfuchs oder Eisfuchs genannt. Ganz niedliches Kerlchen. Ich blende euch dazu mal ein Bild ein. Das ist der Alopex lagopus. Der ist ein bisschen kleiner und weniger konkurrenzstark als unser Rotfuchs, der Vulpes vulpes. Und daher, wo der Rotfuchs noch leben kann, da kommt der Eisfuchs normalerweise nicht vor, weil der weicht dann aus nach Norden, wo es dann irgendwann so kalt und die Lebensbedingungen so mies werden, dass unser Rotfuchs sich denkt, oh, meine Fresse, ist hier kalt, ich gehe lieber in den Süden, und der Eisfuchs dann da oben quasi alleine ist. Ja, aber Schweden ist eins der wenigen Länder auf der Welt, so viele gibt es da gar nicht, die beide Füchse haben, die da vorkommen, und zugegeben ist der Eisfuchs ziemlich selten und man muss schon Glück haben, wenn man den in Schweden mal sehen möchte. In Grönland gibt es den zum Beispiel deutlich häufiger, da habe ich auch mal einem begegnet. In Schweden übrigens auch einmal, aber ich konnte leider kein Foto machen. Aber es war trotzdem eine tolle Tierbegegnung. Gerade solche seltenen, spezialisierten Supertiere, die die niedrigsten Temperaturen, na fast die niedrigsten Temperaturen auf der Welt relativ locker wegstecken. Ja, schon faszinierend. Gut, also Füchse gibt es da sehr wohl. Und gerade in Mittelschweden, wo ja auch Seven vs. Wild stattgefunden hat, da befinden wir uns 100% im Rotfuchsrevier. Die gibt es da überall und auch durchaus in netten Dichten. Die fressen Mäuse. Mäuse gibt es da auch durchaus reichlich. Wir hatten es ja letztes Mal schon davon, dass viele Gegenden relativ wenig Stickstoff aufweisen, also eine eher schlechte Düngung im Sinne von landwirtschaftlicher Nutzbarkeit der Böden. Aber für Mäuschen, die finden immer noch genug zu fressen. Mäuse sind tolle Spezialisten, wenn es darum geht, irgendwas zu mampfen aufzutreiben. Und der Fuchs ist ein toller Spezialist, wenn es darum geht, Mäuse aufzutreiben. Und dementsprechend, klar gibt es da Füchse. Und das bringt uns jetzt zur Frage, was ist denn mit dem Fuchsbandwurm? Müssen denn die Teilnehmer jetzt nicht Angst haben, wenn sie da dauernd Beeren futtern, und zwar in riesigen Mengen teilweise, was ja auch gut ist und richtig so und für sich auch so gemacht hätte, ob sie nicht eventuell einen Fuchsbandwurm bekommen? Gibt es den denn auch in Schweden? Ja. Den gibt es auch in Schweden. Aber zum Fuchsbandwurm, da habe ich schon ganz oft was erzählt zu, aber jetzt mal ganz kurz das Wesentliche. Die Wahrscheinlichkeit, sich einen Fuchsbandwurm zu holen, wie wir aktuell von der Forschung her wissen, ist am größten durch das Einatmen einer sogenannten Finne. Das ist so ein Überdauerungsstadium, so eine Art, na, Ei kann man es nicht nennen, aber eiförmig ist es zumindest. Das ist so eine runde Kugel. Und die kann man am ehesten einatmen, wenn man nämlich sein Haustier, das im Walde unterwegs war, sei es der Hund beim Gassi gehen oder die Katze beim von alleine in den Wald rennen oder auch in Waldnähe, reicht auch schon, einfach da, wo der Fuchs vorbeigekommen ist und der Fuchs hat was fallen lassen. Und da ist jetzt die Katze dran vorbeigelaufen oder der Hund, und dann kommt das Tier nach Hause und dann mögen wir unser Haustier und knuddeln es und streicheln es und stäuben dabei aus dem Fell unseres Haustiers Staub auf, der kann auch unsichtbar sein, und in diesem Staub befindet sich eben auch diese runde Finne vom Bandwurm, und die atmen wir dann ein, und das ist die Hauptinfektionsursache, weshalb mal jemand einen Bandwurm bekommt, über die Lunge durch Einatmen einer aufgestäubten Finne. Ob eine Infektion mit einem Fuchsbandwurm durch Bärenfuttern überhaupt möglich ist, streiten sich inzwischen die Gelehrten. Rein theoretisch ist diese Finne in der Lage, unsere Magensäure zu überleben, also wenn wir eine essen würden, könnte es schon sein, dass dies bis zum Darm schafft, und da dieser Wurm ja darauf spezialisiert ist, eigentlich im Darm, von dem Fuchs übrigens, zu wohnen, nicht in unserem, aber dann nimmt er den halt schon gerne mal möglicherweise als Ersatzlebensraum an und versucht sich auch in unserem Darm zu entwickeln. Das funktioniert zwar mehr schlecht als recht, aber es führt bei uns dann halt schon zu gegebenenfalls ziemlich bösen Krankheiten. Fuchsbandwurm kann ganz übel ausgehen. Das ist so ein bisschen vergleichbar mit Krebs. Darmkrebs, so in die Richtung, ganz, ganz grob. Aber ja, das geht also schon. Aber jetzt nochmal, statistisch gesehen ist das ein so seltenes Phänomen, dass jemand über Beerenfressen vielleicht mal einen Fuchsbandwurm abbekommen hat, dass es keinen einzigen bewiesenen Fall, dass jemand über Beerenessen einen Fuchsbandwurm abbekommen hat, gibt.
Man könnte also so weit gehen und davon ausgehen, dass Fuchsbandwurm bekommen über Beerenessen nahezu fast vollkommen, absolut, beinahe unmöglich ist. Es macht also überhaupt keinen Sinn, und dann gerade in Gegenden, wo es ganz viele Beeren und nur relativ wenig Fuchsscheiße gibt, sich da verrückt zu machen wegen Fuchsbandwurm. Aber trotzdem wollte ich noch mal kurz dem Martin widersprechen. Es gibt Füchse und den Fuchsbandwurm, den gibt es theoretisch auch, wenn auch praktisch keine wirkliche Gefahr von ihm ausgeht. So, dann das Phänomen der Hirndiarrhoe beim Hirnaussetzer. Hirndiarrhoe und Hirnaussetzer. Hirnaussetzer meinerseits beim Fabio. Fängt er ja plötzlich an zu singen und entdeckt irgendwelche Gräben, über die er drüber muss, während er über seine Nebenmoränenlandschaft springt. Also diese ganzen Steine da beim Fabio, ne, zwischen denen man wunderbar reinfallen kann. Was ihm auch passiert in der aktuellen Folge, Stand heute. Ich glaube, das ist Folge 10 gewesen. Ja, ich glaube. Jedenfalls, das ist durchaus ein Verletzungsrisiko, dass man da mal reinfallen kann. Dass der Fabio aber durchdreht und dumme Lieder singt, das musste ich einfach mal kurz erwähnen, auch wenn das jetzt wirklich nichts Wissenschaftliches ist. Das ist ein Phänomen, das mir eigentlich bisher auf jeder Gruppentour in der Pampa passiert ist, dass irgendwann alle anfangen, dummes Zeug zu erzählen oder dumme Lieder zu singen oder komische Abzählreime aufzuzählen, weil unser an Medienüberfluss gewöhntes Gehirn, ja, also YouTube, je nach Altersgruppe, Twitter, Facebook, wie heißt das andere Ding, Instagram, so ein Zeug. Ne? Und wirklich rund um die Uhr Medienbeschallung, Handy immer griffbereit etc. pp. Da ist es unser Gehirn einfach nicht mehr gewöhnt, tagelang ohne externe Medien auskommen zu müssen und sich mit sich selbst zu beschäftigen sozusagen. Und sich damit zu beschäftigen, dass man was zu essen haben möchte und dass man schlafen möchte und dass man mal was trinken muss und wie schön doch der See ist, vor dem man hier steht. Aber diese externen aufbereiteten Reize in leicht konsumierbarer Form, wie hier mein Video zum Beispiel. Das macht irgendwas mit dem Hirn, wenn ihm das für viele Tage fehlt. Und ich habe wirklich die Erfahrung gemacht, dass die allermeisten Leute dann irgendwann in dem Sinne durchdrehen, dass sie anfangen, je nach Charakter eben zu singen, Abzählreime aufzutragen, zu rappen, eine Arche bauen wollen, irgendwelche kleinen Hügel besteigen und so tun, als sei es jetzt ein riesiger Berg gewesen. Oder sich in den Wind stellen und meine ich trotze der Natur. Letzteres bin ich. also das nur mal am Rande angemerkt. Dieses Phänomen beim Fabio, das kenne ich so gut. Ja, von mir selbst erst recht. So, aber das muss an der Stelle auch schon reißen. So, dann Feuerbohren-Theorie. In der Theorie, ja, ich kann das auch nicht. Und darum vielleicht kurz noch ein paar Takte, warum ich das für keine gute Challenge halte. Feuerbohren ist verdammt schwer. Ja, es gibt eine Handvoll Leute, also vielleicht auch zwei oder drei oder meinetwegen auch ganz viele Leute, aber gemessen an der Zahl der Leute, die auf dem Planeten so unterwegs sind, sind es immer noch ganz wenige, die das können. Ja? Und von denen, die das können, gibt es dann nochmal eine ganz kleine, ganz elitäre Gruppe, die das auch unter miesen Bedingungen schafft. Also Feuerbohren gibt es auf verschiedenen Leveln. Level 1, super trockenes Holz von zu Hause als Basismaterial. Ja, daheim alles gemütlich vorbereiten. Und theoretisch gibt es noch Level 0. Und statt dann hinterher mit dem Bogen hier diesen zu machen, damit sich das dann dreht, nimmt man die Bohrmaschine. Das klappt dann relativ gut, aber ist trotzdem für den Einstieg gar nicht schlecht, um das mal zu lernen, dass man einfach die Spindel, die man zum Bohren verwendet, in die Bohrmaschine reinschrauben und dann qualmt relativ schnell, relativ gut. Aber das ist einfach schon zum Prinzip, das Prinzip, mit dem man da überhaupt Hitze bzw. Glut letztendlich schwelende Holzwolle erzeugt, das ist dasselbe. Und das Prinzip einfach mal kennenzulernen, indem man die Bohrmaschine ganz am Anfang nimmt, halte ich durchaus für sinnvoll. Ich persönlich bin einfach zu ungeschickt bei sowas. Ich bin kein guter Handwerker, ne? Ich weiß ein paar Dinge,
aber ich kann nicht unbedingt ein paar Dinge. Deswegen wäre ich jetzt in irgendeinem Zombie-Apokalypsen-sonst-was-Szenario darauf angewiesen, mir eine Gruppe guter Handwerker zu besorgen. Und dann kann ich denen vielleicht das eine oder andere erklären und ihnen sagen, dass sie das, was sie da gerade im Begriff sind, zu essen, besser nicht essen sollten und solche Sachen. Aber ich bin darauf angewiesen, dass mir irgendwer hilft, wenn es darum geht, jetzt ein besseres, langfristiges Shelter zu bauen. Irgendwas für ein paar Nächte kriege ich auch noch hin. Aber jetzt irgendwie eine Hütte oder sowas, da hört es bei mir auf. Also eine wirkliche Hütte, ein Blockhaus, sowas in der Richtung. So, Level 2 sozusagen. Also Level 1 ist dann ohne Bohrmaschine und mit vorbereiteten Hölzern von daheim. Level 2 wäre dann Hölzer, die man aus dem Wald hat, also schon Naturhölzer in Anführungszeichen, die aber mit nach Hause genommen, getrocknet und das dann erst versucht, wenn das alles wirklich im ganz trockenen Zustand angekommen ist. Aber mit Naturmaterialien. Jetzt nehmen wir mal davon aus, gehen wir mal davon aus, dass wir Schnur zum Bohren immer noch ein Schnürsenkel, ein Paracord, irgendwie sowas verwenden dürfen. Ja, da muss es jetzt nicht gleich eine Naturschnur sein, wie zum Beispiel die Fichtenwurzeln, die der Fabio fleißig überall rausrupft. Das hatte ich aber schon im vorangegangenen Video mal erklärt, dass das eine ganz valide Quelle für Naturbindmaterial ist, solche Fichtenwurzeln da einfach aus dem Boden zu ziehen. Gut, einfach ist das deswegen trotzdem nicht und immer noch nicht in beliebig großer Menge verfügbar, aber es ist eine sehr valide Quelle für Schnur. So, und dann kommt Feuerbohren Level 3, nämlich man nimmt Naturmaterialien vor Ort, nimmt die nicht erst mit nach Hause und trocknet die erst nicht ein paar Monate, sondern bohrt damit direkt. Und da gibt es jetzt nicht mehr viele Leute, die das können. Das ist schon so ein bisschen die Königsdisziplin beim Feuerbohren, dass man es auch unter solchen Bedingungen noch hinbekommt. Das ist sehr schwierig und ich würde sagen, selbst bei technisch begabten Leuten braucht das Übung, Übung, Übung und wahrscheinlich nochmal Übung nach dem, was man so mitbekommen hat aus der Szene. So, und nochmal schwerer ist jetzt mit eingeschränkten Werkzeugen in einer ohnehin eher feuchtkühlen Landschaft zu solches Material zu finden, mit dem man allein schon mal ein Bohrbrett, ein vernünftiges Bohrbrett, eine vernünftige Spindel und ein vernünftiges Druckholz hinbekommt. Das ist ja schon schwierig in Schweden. Aber jetzt kommt da noch das andere Ding dazu. Ja, selbst wenn du vernünftig eine Glut produzierst durch die Drehung, durch diese Reibung, ne? Dann musste die ja auch noch auf irgendwas übertragen, was sich mit dieser Glut auch anzünden lässt. Und das ist traditionell ein Bündel sehr trockener Gräser. So, und jetzt erklär mir mal bitte jemand, wo die bei Seven vs. Wild ein Bündel sehr trockener Gräser hätten herbekommen wollen. Das ist nämlich in manchen Landschaften und in manchen Regionen des Planeten schlicht und ergreifend nahezu unmöglich, so ein Bündel trockenes Zeug zu finden. Bis auf eben für so ein ganz paar Auserwählte, wirklich, das sind jetzt nur noch ganz, ganz, ganz wenige, die auch unter nassen Bedingungen im tropischen Regenwald zum Beispiel mittels Feuerbohren tatsächlich noch ein Feuer anbekommen. Und da bei Seven vs. Wild jetzt niemand dabei ist, der eben zu diesem illustren Kreis von sehr viel Zeit in das Üben investiert haben, Leuten gehört, war absehbar, dass das nicht funktioniert. Also das hätte ich von vornherein sagen können, unter den Teilnehmern kann garantiert keiner Feuer bohren. Nicht in Schweden. Selbst wer in Deutschland Feuer bohren kann, der kann es noch lange nicht in Schweden. Einfach aufgrund dessen, dass diese super, super trockenen Materialien, die schnell entflammbar sind, da einfach fehlen. Also so ein bisschen wie das Ganze im Winter versuchen bei Schneedecke. Keine Chance. Ich glaube, das doch, es gibt da einen so einen Wahnsinnigen, der das doch tatsächlich mal gemacht hat. Und es gibt da auch ein Video zu. Also ich habe einmal jemanden gesehen, der auch bei Schnee Feuer bohren kann. Aber wirklich nur ein einziges Mal. Und von anderen Leuten, die das noch können, habe ich noch nie was gehört. Das muss jetzt nicht heißen, dass es da nicht noch mehr gibt. Aber das ist schon ganz, ganz hohe Kunst. Theoretisch fällt das Feuerbohren leichter, wenn man eine Spindel nimmt aus einem harten Holz. Das könnte in Schweden beispielsweise tatsächlich sogar die Birke sein. Die ist immer noch härter als eine Kiefer. Und dann eben entsprechend das Bohrbrett, also das, wo drauf gebohrt wird, das sollte aus einem weichen Holz sein, idealerweise. Beides ist nicht zwingend notwendig. Wenn man da Profi ist, kann man das mit jedem beliebigen Holz machen. Das geht schon auch alles, aber es ist für den Einstieg und auch für das Resultat am Ende auf jeden Fall hilfreich, wenn man sich eben ein weiches Brett und eine harte Spindel sucht und das Druckstück, mit dem man auf die Spindel draufdrückt, also was man in der Hand hat, das kann im Grunde aus einem mittleren oder halt auch aus einem harten Holz sein. Da
kommt es nicht so sehr drauf an. Aber dass die Spindel hart ist, hat den Vorteil, in einem weichen Holz dreht, hat den Vorteil, dass sie dann mehr Material vom weichen Holz abträgt und man möchte lieber durch den Bohrprozess im zu bohrenden Brett Material abtragen, als dass sich die Spindel selber abnützt. Das ist weniger effizient, als wenn eben die kleinen Fasern, die feinen Fasern vom Bohrbrett selbst abgetragen werden. Ja? Also das kann ich euch theoretisch erzählen, praktisch kriege ich es deswegen trotzdem noch nicht hin. So. Also das hätte man, ich finde die Challenge ist dahingehend halt wirklich, die wäre einfach nicht schaffbar gewesen. Das war so absehbar, dass das keiner hinbekommt. Die allermeisten haben es ja auch sehr schnell wieder aufgegeben, weil hoffnungslos. Ja, es ist aber auch wirklich hoffnungslos und dafür können auch die Teilnehmer nichts. Das ist eine Königsdisziplin. Was ist der Fritz? Ja, dazu versuche ich mal noch ein Bild einzublenden, wenn ich das technisch hinbekomme, aber ich bin zuversichtlich, dass ich zumindest eine Standaufnahme vom Fritz, der da irgendwas rumkaut, hinbekomme. Und jetzt ist die Frage, was ist der Fritz da? Ja, das möchte der Fritz auch gerne selber wissen. Also, hallo Fritz, du isst da eine Binse. Eine Binse kann ich sagen, was für eine Binse kann ich nicht mit Sicherheit sagen. Eine Binse ist jetzt innerhalb der Gräser relativ gut daran zu erkennen, dass sie keinen Knoten aufweist. Jedes Gras hat Knoten, ich blende euch dazu auch nochmal ein Bild ein, wo ihr mal so einen Knoten sehen könnt. Und wenn ihr jetzt in den Wald geht oder auf die Wiese, Fußballplatz, was auch immer, und rupft da ein Gras aus, okay, auf dem Fußballplatz, der dürfte schon eine Weile lang nicht mehr gemäht worden sein, aber sonst auf einer normalen Wiese rupft ihr irgendein Gras aus und stellt fest, an diesem Gras befindet sich wahrscheinlich irgendwo ein solcher Knoten. Ja, und dann ist es ein normales, in Anführungszeichen, Gras, was man auch als Gras bezeichnen kann. Wenn es überhaupt keinen Knoten am ganzen Gras gibt, teilweise sitzt der Knoten auch direkt über der Wurzel, das heißt, man muss ganz weit runter gehen und man muss das Gras auch mit der Wurzel nach Möglichkeit ausreißen, um den Knoten zu finden. Aber wenn auch da kein Knoten ist, ja, dann haben wir es tatsächlich mit einer Binse zu tun. Binsen wachsen standardmäßig in feuchter Umgebung, ein bisschen feuchter bis hin zu ziemlich viel feuchter und es gibt sie auch als dichte und Uferbewuchs, also so wie das, wo der Fritz halt eben auch seine vermutete Binse rausgezogen hat. Also das ist ein recht häufiger Standort für Binse. Auch Feuchtwiesen oder so halbmoorige, langsam ins Moor übergehende Standorte, mitten im Wald zum Beispiel, sind auch so Orte, wo man üblicherweise eine Binse finden kann. Und ja. Ja, zur Bestimmung hätte ich hier noch ein paar Bilderchen und da dachte ich, da quatsche ich kurz drüber. Das hier sind die Flatter- und die Knäuelbinse. Das sind jeweils die Blüten, die wir da sehen können. Die zeige ich euch deswegen, damit klar ist, Binsen haben unscheinbare Blüten. Die sind selten besonders hübsch und besonders bunt, weil die wollen gar keinen Insekt anlocken und wollen gar nicht bestäubt werden. Das macht nämlich der Wind. Also komplett windbestäubt. Und dann ist es auch relativ egal, wie die Blüte ausschaut. Schaut, ob die optisch hübsch ist, weil ne, der Wind kommt so oder so. Das ist also schon mal wichtig. Dann, wenn sie blühen, dann sieht man eben so mehr oder weniger im oberen Drittel, sage ich mal, des längsten Stängels, da hängen dann die Blüten oder der längsten Stängel und das können durchaus auch mehrere sein, aber das Ganze bleibt eben relativ dezent und wenn das Ding nicht blüht, so wie hier jetzt gerade schön zu sehen, denkt euch einfach die Blüten weg, dann bestehen die meisten Binsen im Grunde wirklich nur aus vielen Stängeln und oft haben sie gar keine klassischen Blätter im Sinne von, dass vom Stängel selber noch ein Blatt abzweigen würde, sondern die gesamte Pflanze besteht quasi aus grünen Stängeln, die dann wie ein Blatt funktionieren und eben wie ein Blatt Photosynthese machen. Aber das wäre so typische Merkmale, woran man eine Binse zusammen mit dem Standort und dem Fehlen von Knoten, das hatte ich ja schon erwähnt, ganz gut erkennen kann. So, zurück zum Ben im Keller. Die Binse besteht, mal abgesehen vom Fruchtstand, fast immer nur aus diesen runden Stängeln letztendlich. Die sind grün und sind auch für die Photosyntheseleistung zuständig, aber gerade im nicht blühenden Zustand werden wir von der Binse nicht viel mehr als einen runden, leicht spitz zulaufenden Stängel sehen können. Und das ist auch genau das, was der Fritz da eben ausgerissen hat. Und soweit ich das von den für Botaniker nicht ganz optimalen Aufnahmen, das soll jetzt keine Kritik sein, ne? Das wusste er ja zu dem
dem Zeitpunkt ja auch gar nicht, als er das eben ausgerissen hat, dass das mal zu Bestimmungszwecken wichtig werden könnte. Und aber anhand dieser eben nicht ganz optimalen Aufnahmen kann ich mehr als irgendeine Binse an dieser Stelle auch nicht sagen. Es gäbe jetzt ein paar Binsen, die in die engere Auswahl kommen, aber wenn ich da jetzt rumspekuliere und sage, es ist die so und so, obwohl ich es nicht genau sagen kann und kein Botaniker das wahrscheinlich genau sagen kann, weil die Aufnahmen dafür einfach nicht ausreichen, da würde ich dann einfach meinen guten Ruf riskieren, wenn man jetzt hier irgendwelche wilden Spekulationen anstellt. Das macht man mit wissenschaftlicher Ausbildung grundsätzlich nicht. So, daher müssen wir es an dieser Stelle bewenden lassen. So, aber warum, beziehungsweise warum kaut der Fritz da jetzt drauf rum? Weil er's kann. Und warum hat er dabei ein positives Erlebnis? Ja, weil er da auf dem Parenchym rumkaut. Binsen sind nämlich auch davon gekennzeichnet, dass sich im Inneren ihrer runden Röhre, wenn wir die aufschneiden, dazu gibt es ein Bild, das kann ich euch einblenden, so ein weißes, so ein bisschen an Styropor erinnerndes Gewebe befindet. Das nennt sich Parenchym. Genauer ist das ein Ärenchym, also ein Lufttransportparenchym. Viele Fachbegriffe, das geht jetzt einfach nicht anders. Wenn euch das Thema interessiert, dann müssen wir jetzt da durch. Nämlich ein Parenchym, das sind quasi lebende Pflanzenzellen, die über das gesamte Leben der Pflanze auch weiterhin lebend bleiben. Das ist dahingehend was Besonderes, weil Pflanzen Energie sparen, indem sie einen Teil ihres Körpers, nämlich den, der meistens innen drin sitzt und nicht mehr gebraucht wird, absterben lassen und der dann im Grunde totes Gewebe ist und nur noch der Stabilität dient. Bestes Beispiel, Baum. 99% vom Baumstamm einer sehr, sehr alten Eiche sind quasi totes Gewebe. Es gibt nur noch das komplette Holz, das sich nicht so viel unter der Rinde befindet, ist bereits so weit abgestorben, dass da keine Stoffwechselprozesse mehr drin stattfinden. Bis auf wenige Ausnahmen, denn also alle paar Zentimeter gibt's mal eine Reihe von Zellen, die von der Rinde bis ins Innere des Baums, bis zur Markröhre, also das ist wirklich die Mitte des Stamms, reicht. Und diese Zellen bleiben lebendig und dienen dazu, möglicherweise Sachen, die an der Rinde vorbeifließen, ja, im Saftfluss des Baumes, ins Stamminnere zu transportieren, um sie da zu speichern, weil im Stamminneren ist Platz, ne? Schlicht und ergreifend. Also es ist ein reiner Speicherraum, hat noch diverse andere Zwecke, aber vereinfacht sagen wir es mal, es ist ein reiner Speicherraum und die Eisenbahn in Anführungszeichen, die Dinge von außen nach innen transportiert, rumfährt oder umgekehrt von innen wieder nach außen bringt, das sind die Parenchymzellen, die dem Stofftransport dienen. Dafür müssen die eben über den kompletten Lebenszyklus der entsprechenden Pflanze am Leben bleiben, im Idealfall, was bei Bäumen ein paar hundert Jahre sind. So eine Parenchymzelle ist also durchaus auf Dauerhaftigkeit ausgelegt und dadurch, dass die ständig lebt, muss die auch versorgt werden mit Zellfutter. Und Zellen brauchen jetzt zum Versorgtwerden nicht etwa Zellulose, die wir nicht verdauen können und deswegen eben keine normalen grünen Pflanzen futtern können und uns einen nahrhaften Salat machen. Ein Salat ist nämlich eben nicht nahrhaft, jedenfalls an Vitaminen vielleicht, aber nicht an Kalorien. Das wissen ja auch alle, die da bei Seven vs. Wild dabei sind. Ich habe noch keinen gesehen, der irgendwie Salat futtert und meint sich jetzt was furchtbar Gutes zu tun, was ja auch richtig ist. Aber dadurch, dass diese Zellen eben für Energie ständig mit Zucker letztendlich versorgt werden müssen, ist die Chance, wenn du so eine Zelle auffutterst, dass in dem Moment eine gewisse Menge Zucker schon drin ist, durchaus gegeben. Heißt, Parenchymzellen, egal welche Form von Parenchymzellen, da gibt es ganz, ganz viele, die sind immer essbar und enthalten immer ein gewisses, nicht viel, aber ein gewisses Maß an Zucker. Und wenn man in großen Mengen an Parenchymzellen rankommen könnte, dann wären sie durchaus eine valide Nahrungsquelle. Ja, blöd bloß, dass man da selten in großen Mengen rankommt. Jetzt gibt es noch einen zweiten Faktor, der wichtig ist, warum der Fritz da dran rumkaut und warum das eine gute Idee ist. Nämlich Pflanzen, die im Wasser stehen, haben das Problem, dass sie eben mit der Wurzel, dass die Wurzel die ganze Zeit im Wasser steht. Also 24/7, 365 Tage im Jahr steht die Wurzel im Wasser. Und das ist ein Problem, weil eine Wurzel hat auch wieder lebende Zellen und die brauchen als lebende Zellen eines Eukaryonten, also eines höheren Lebewesens im Wesentlichen, brauchen die Sauerstoff.
Ja, und den gibt's unter Wasser nicht. Pflanzen haben keine Kiemen und können aus dem Wasser keinen Sauerstoff ziehen. So, und deswegen muss jetzt von oben in der Pflanze, der Teil der Pflanze, der aus dem Wasser rausragt, muss jetzt Sauerstoff in die Wurzel der Pflanze transportiert werden. Und dafür kommt jetzt, habt ihr aufgepasst, das Parenchym ins Spiel, weil was ist das Parenchym? Das ist eine Eisenbahn, die Dinge durch die Pflanze transportiert. Ja? Und drum befindet sich im Stängel von einer Binse, die standardmäßig mit den Füßen im Wasser steht und die Füße können nicht atmen, eben eine Lufttransportlinie, die Luft nach unten transportieren kann, damit die Wurzel dann eben doch noch atmen kann und nicht abstirbt, weil sie ständig im Wasser steht. So. Und da man in einer solchen unter Wasser liegenden Wurzel jetzt auch schlecht Sachen speichern kann, normalerweise speichern Pflanzen alles Mögliche in der Wurzel, wenn sie es brauchen, holen sie es aus der Wurzel wieder hoch, dahin, wo sie es halt brauchen. Da das aber unter Wasser schwierig ist und unter Wasser ein Risiko darstellt, weil die Wurzel unter Wasser durchaus theoretisch absterben könnte und so weiter, speichert man es lieber im unteren Stängelbereich. Und das ist genau dieser weiche Bereich des Stängels, an dem der Fritz rumkaut und wo er das Gefühl hat, dass da irgendwas drin ist. Das ist nämlich Speicherparenchym, hoffentlich, wenn nicht, ist es, sage ich mal, nährstoffangereichertes Ährenchym, also Lufttransportparenchym, aber in jedem Fall sind es mindestens mal Parenchymzellen und die enthalten eben, wie gesagt, ein gewisses Maß an Zucker und damit auch ein gewisses Maß an Kalorien, die wir auch verdauen können. Schilf zum Beispiel wäre so der krasseste Fall. Die haben einen Großteil ihrer Speicherung von Speicherstoffen tatsächlich im unteren Stängelbereich. Und wenn man ein komplettes Schilf rausreißt und da ein paar Blätter an der Seite wegmacht, kriegt man im Inneren so 3 bis 4, 5, 6, vielleicht im besten Fall Zentimeter, so eine Art Spargel, der leicht süßlich schmeckt, wenn man drauf rumkaut, der sich auch zerkauen lässt. Und da steckt jede Menge Zucker rein drin, sogar so viel, dass es bereits leicht süßlich schmeckt. Der Fritz im Video, der hat ja so ein bisschen das Gefühl, da sei vielleicht irgendwie was drin. Wahrscheinlich sind das auch leichte Spuren von Zucker, die ja noch nicht 100%, also könnte ich mir gut vorstellen, das würde zumindest botanisch passen, die er noch nicht 100% identifizieren kann, weil es nur ganz, ganz wenig ist, aber doch irgendwas sagt ihm doch, dass das, was er da futtert, gut für ihn ist. Ja? Weil das ist ja auch ein spannendes, also Fritz, ne, nicht böse sein, wenn ich hier jetzt rumspekuliere. Aber es ist doch ein spannendes Phänomen, dass obwohl du nicht weißt, was du da futterst, doch irgendwie das Gefühl hast, das ist gut. Und du meintest ja vorher, du musst die Natur sein, wenn du in der Natur überleben willst. Jetzt mal wirklich Spaß beiseite. Das sind tatsächlich so Prozesse, die man häufiger bemerken kann bei Leuten, die eben längere Zeit wirklich in der Pampa unterwegs sind und mit dem klarkommen müssen, was da gibt, dass sie instinktiv, weil wir halt doch noch so ein bisschen letzte Reste vom Urmenschen sozusagen in uns drin haben, doch manchmal auch instinktiv ausnahmsweise, aus Versehen, trotzdem das Richtige tun können, weil irgendwas uns doch sagt, vielleicht ist das nicht verkehrt. Ja? Und eine gewisse Analyse dessen, worauf man rumkaut, ob einem das gut tut oder nicht, ist unser weniges an Geschmack und weniges an Sinnenorganen, was wir im Vergleich zu anderen Tieren haben, dann doch auch in der Lage, ein bisschen durchzuführen. Daher kannst du da schon sehr froh sein, dass du deine Rezeptoren für die Wahrnehmung von essbaren Stoffen in der Hinsicht offensichtlich gut vertrauen kannst, ja. Aber gefährlich war das auf keinen Fall und Binsen kann man wirklich problemlos drauf rumkauen. Schlimmstenfalls helfen sie nichts. Schlimmstenfalls ist es bloß Beschäftigungstherapie, drauf rumgekaut zu haben, aber ein ganz paar Kalorien dürften die schon liefern. Das ist jetzt nicht so effizient wie Beeren. Beeren sammeln ist nach wie vor besser. Wenn man aber ums Verrecken keine Beeren mehr runterkommt und Bock hat, sich ein paar Binsenstängel reinzupfeifen, guten Appetit. So. Dann können wir vielleicht noch zu Schweden ist nicht gleich Schweden kommen. Das war eben ein großes Anliegen eines Kommentators bei mir. Der regt sich nämlich darüber auf, dass alle, wenn sie Schweden sagen, automatisch Mittel- und Nordschweden meinen und Südschweden ignoriert wird. Tatsache. Ja? Südschweden ist von der Landschaft her nicht unbedingt die Landschaft, die wir jetzt bei Seven vs. Wild sehen. In Südschweden gibt es zum Beispiel sehr wohl Rohrkolben. Da stehen auch Brennnesseln rum. Da gibt es auch noch andere Beeren als diejenigen, wie wir da gefunden haben. Da gibt es auch noch erheblich mehr Baumarten und grundsätzlich einfach viel mehr Biodiversität, denn Südschweden unterscheidet sich nicht besonders von Dänemark und Dänemark unterscheidet sich gar nicht so sehr von Schleswig-Holstein und Schleswig-Holstein, habe ich gehört, unterscheidet sich gar nicht so sehr vom Rest von Deutschland. Nicht ganz so sehr. Ja, lieber Gruß an alle Schleswig-Holsteiner. Ja,
Nee, ist schon wichtig. Tatsächlich ist Schweden eben ein insgesamt ziemlich großes Land und damit gibt es da natürlich verschiedenste Naturräume und gerade wenn sich ein Land sehr weit von Süd nach Nord ausdehnt, über viele, viele Kilometer, dann ist natürlich ein großer Unterschied zwischen der Vegetation des Nordens, der Mitte und des Südens feststellbar. Und einfach der Vollständigkeit halber wollte ich da nochmal erwähnt haben, dass Südschweden eben nicht eine so karge, in Anführungszeichen karge, wunderschön, aber biologisch gesehen ja tatsächlich eher atemarme und eher karge Landschaft darstellt. Ne? Nicht, dass karge Landschaften nicht toll wären. Ich war 2 Wochen auf Grönland, da war es großartig und da gibt es im Grunde Steine, viererlei Grünzeug gefühlt, 6 Säugetiere, viele, viele Vögel, aber von denen sieht man die Hälfte nicht und sonst jede Menge Wasser und noch mehr Steine. Ja? Und wenn man so blöd ist, auf dem Eisschild rumzurennen, dann gibt es Eis. Ende der Aufzählung. Gut. Baumfällen. Baumfällen. Lieber Chris, nix für ungut, aber nee. Nee, also echt nicht. Ne? Das ist wirklich lebensgefährlich. Warum ist sowas wirklich lebensgefährlich? Wenn du den Baum einfach nur durchsägst, wir haben es ja alle gesehen, ja, und ihn dann auch noch umschubst, dann dient quasi der Bereich, der nicht durchgesägt wurde, der ist so eine Art Scharnier. Und das Holz an diesem Scharnier, in Anführungszeichen, wird jetzt weggedrückt, wenn man den Baum umschubst. Und was das Holz in diesem Bereich tut, das wissen wir vorher nicht. Ja, das kann nämlich sein, dass es an dieser Stelle bereits einigermaßen morsch ist. Das ist sogar sehr wahrscheinlich bei einem Totholzbaum, wie den der Christa gefällt hat. Und da kann es durchaus sein, dass es dann eben in dem Bereich, den du als Scharnier nutzen möchtest, der dafür extrem festes und stabiles Holz haben sollte, dass da eben kein festes und stabiles Holz ist, weil da schon der Pilz drin sitzt. Und dann kann dieser Scharnier, der eigentlich nach Adam Riese wunderbar so rumfällt und der Baum exakt geradeaus fällt, auch schräg wegrutschen. Und der Baum macht eine Drehung, springt so halber ab beim Fallen, bewegt sich möglicherweise nach hinten, zur Seite mit dem Fuß oder ja, nach hinten oder zur Seite im Wesentlichen. In Fallrichtung fällt er letztendlich immer. Aber der kann sozusagen ausschlagen und wenn man in dem Moment da steht, das sind ein paar Tonnen Kraft, von sowas getroffen zu werden, das sieht immer langsam aus. Ja, so ein fallender Baum. Buff. Das sieht immer total langsam aus. Das sind aber gewaltige Kräfte. Es gibt Gründe. Viele, viele tausend tote Forstwirte können dir berichten, dass man einen Baum nicht so fällen soll, weil sonst bist du gegebenenfalls ein toter Forstwirt. Baumfällen ist wahnsinnig schwierig und ein befreundeter Forstwirt. Also ich selber bin ja durch die ganze wissenschaftliche Ausbildung, ich habe auch schon Bäume gefällt, vorzugsweise mit Axt und Säge, also Handsäge, ne? nicht Motor, sondern schon ritsch, 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 ritsch. Vorzugsweise so. Da habe ich auch schon wirklich viele Bäume gefällt und das macht auch Spaß. insbesondere, wenn man vorher ein ordentliches Schnitzel zu essen hatte. Ja, oder Pommes. Aber man muss da wirklich im Kopf behalten, wenn du da einen Fehler machst, dann war es gegebenenfalls dein letzter. Und das haben mir auch eben mehrere, unabhängig voneinander, mehrere befreundete Forstwirte bereits erzählt. Du kannst schon Fehler in dem Job machen, aber in dem Moment, wo du die Motorsäge in der Hand hast, machst du besser keinen und erst recht nicht, wenn du an irgendwelchen Stämmen rumsägst, weil da kann es dein letzter sein. Das kann ganz schnell in die Hose gehen. Es gibt so viele tote Forstwirte oder damals noch Holzknechte, als sie noch so hießen. Wirklich ein unglaublich gefährlicher Beruf und die meisten Toten sind halt beim Baumfallen. Wenn du dich da einmal nicht konzentrierst und einmal die diversen Sicherheitsregeln nicht einhältst, von denen du null berücksichtigt hast, also wirklich keine einzige. Okay, der versucht das Ding umzukeilen. Das gibt einen Pluspunkt. Ja, aber in Anbetracht alles anderes, nein, nein, nein. Ne? Also das ist nicht bös gemeint und wenn du es nicht weißt, dann weißt du es nicht und dann kannst du es auch nicht wissen, weil woher sollst du es wissen, wenn du es nicht weißt? Aber hinterher, vielleicht jetzt in Zukunft, möglicherweise über eine Fallkerbe nachdenken. Also, grundsätzlich kann man im Internet jede Menge tolle Animationen und tolle Videos, wo das ganz super erklärt wird, wie man einen Baum fällt, finden, aber die gehören ja wem anders, aber ich will es jetzt auch mal erklären. Also, bitteschön, das da ist ein Baum und den wollen wir jetzt fällen und dafür machen wir als erstes die Fallkerbe rechts im Bild. Winkel 45 bis 60 Grad. Hat man eine Axt, macht man das traditionell mit der Axt.
Und ich persönlich versuche, dass die Sohle der Fallkerbe, also eine Fallkerbe hat ein Dach, das ist der obere Schnitt sozusagen, und eine Sohle, das ist der untere Schnitt. Ich persönlich mag es, wenn die Sohle nach unten noch ein bisschen schräg ist, ne? Also wenn du jetzt eine Murmel auf die Sohle legen würdest, dann sollte die, so wie ich das mache, rausrollen, weil dann ist auch eben diese Scharnierfunktion, die der Baum beim Fallen, der fällt in der Richtung des Falls oben stets, dann ist dieser Scharnier einfach ein bisschen länger gegeben. Dann ist also die führende Wirkung der Fallkerbe länger da, je größer der Winkel, den die Fallkerbe hat. Und drum ich peile so einen 60-Grad-Winkel an, wenn ich mal einen Baum fällen muss. Und ja, wie gesagt, traditionell mit der Axt haut man das mit der Axt einfach rein. Das macht auch heiden Spaß und man fühlt sich sehr männlich hinterher. Und alternativ kann man das natürlich auch mit jeder Säge da reinsägen, das ist ja klar. Also hat man keine Axt, das wäre jetzt also mit der Säge theoretisch auch gegangen. So, die Fallkerbe sollte von der Tiefe, also in den Stamm rein, maximal ein Drittel des Baums ausmachen. Das mache ich auch meistens, also bei den kleineren Sachen, die ich fälle. Bei großen ist ohnehin immer ein anderes Thema. Ja, wirklich große Bäume fällen, dafür brauchst du den Profi und da sollte sich ein Otto-Normalverbraucher einfach mal gar nicht rantrauen. Also auch ich nicht, ne? Ich bin auch kein Profi, aber so ein bisschen, ne? Halbwegs weiß ich, was ich tue. Und soweit erstmal mit der Fallkerbe. Ja, also maximal ein Drittel. Und dann gehen wir auf die andere Seite, schauen, dass wir etwa ein Zehntel des Baumdurchmessers oberhalb von, ja, letztendlich dem Einschnitt unserer Fallkerbe, also da, wo sie am tiefsten im Stamm drin ist, da gehen wir circa ein Zehntel des Baumdurchmessers oberhalb hin und sägen da jetzt den Fellschnitt rein. Und mit dem Fellschnitt hören wir jetzt auch wieder auf, wenn wir circa ein Zehntel des Baumdurchmessers von der Fallkerbe entfernt sind. Ja? Und dann entsteht da quasi so ein Dreieck, wie wir hier zwischen den grünen Linien und den lila Linien sehen können. Und im Idealfall nehmen wir jetzt einen Keil, und das hat der Chris ja versucht, was ich auch sehr löblich finde, wie gesagt, und packen den da rein und hauen da drauf rum. Und in dem Moment, wo das Ding zu kippen beginnt, weichen wir zurück. Wichtig ist dabei noch, dass man sich vorher hinterm Baum einen Weg angelegt hat. Also wenn da unebenes Terrain ist, zum Beispiel jede Menge Äste rumliegen oder es irgendwie einen Stein gibt, der im Weg liegt, dann räumen wir sowas nach Möglichkeit aus dem Weg. Und wenn nicht, suchen wir uns einen Weg, den wir freiräumen können, über den wir zurückweichen können. Das nennt man Rückweiche und die sollte durchaus 5, 6, 7, 8, 9, kannst du beliebig weit wegrennen, sobald der Baum anfängt, sich zu bewegen, Meter betragen. Ja, und das ist es im Grunde. Das ist so Basic Baumfällen. Selbstverständlich geht das noch alles viel, 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 viel besser mit vielen anderen, viel ausgetüftelteren Methoden, aber die kann man sich schwer merken. Das ist so die Mindestvoraussetzung an Sicherheit, die man beim Baumfällen beachten sollte. Genau, Floß. Zum Floß grundsätzlich. Wann schwimmt Holz? Es gibt nämlich Hölzer auf der Welt, die schwimmen tatsächlich nicht. Das liegt daran, dass sie eine höhere Dichte haben als Wasser. Das ist nämlich entscheidend. Grundsätzlich gilt, wenn du was ins Wasser schmeißt, das eine geringere Dichte hat als Wasser, dann schwimmt's. Wenn du was ins Wasser schmeißt, das eine höhere Dichte hat als Wasser, dann geht's unter. So viel erstmal grundsätzlich. Jetzt kann man natürlich trotzdem aus Metall bekanntermaßen ein riesiges Kriegsschiff bauen, das ganz, 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 ganz viel wiegt, das im Inneren aber immer noch ganz, ganz viel Luft hat und damit eine ganz, ganz große Verdrängung und deswegen trotzdem schwimmt. Ja? Obwohl es aus Metall ist und das Metall per se, wenn man das ohne einen riesigen Lufteinschluss ins Wasser schmeißt, selbstverständlich untergeht. So, zurück zum Holz. Holz hat im Durchschnitt so eine Dichte irgendwo zwischen 400 bis 600, 700 Kilo pro Kubikmeter. Ja? Wasser hat eine Dichte von ganz exakt 1000 Kilo pro Kubikmeter und ein Kubikmeter Holz, reines Holz,
ohne Wassereinlagerung. Das ist nämlich der springende Punkt. Da sind wir, wie gesagt, so irgendwo bei, ja, theoretisch 350 bis 700, 800. Wenige Hölzer haben auch bis 1000 und über 1000. Es gibt zum Beispiel tropische Hölzer, die eben tatsächlich niemals schwimmen, außer eben mit vielem Lufteinschluss, weil sie wirklich weit über, also was heißt weit über, ein bisschen über 1000 Kilo pro Kubikmeter haben und damit wirklich auch schwerer sind von der Dichte her als Wasser und die können dann von Materialeigenschaften her einfach nicht schwimmen. Alle anderen Hölzer können schon und jetzt ist es so, wenn man sich dann zusätzlich auf den schwimmenden Stamm draufhocken möchte oder auf die schwimmenden Stämme in Form von einem Floß, dann ist es natürlich umso besser, je geringer die Dichte des Holzes, das man dafür verwendet hat, ist. Weil, wenn das halt ein Holz ist mit einer Dichte von 300 und du selbst sitzt da noch drauf mit einer Dichte von zu viel, weil üblicherweise schwimmt unser Körper ja nicht, er tut es bis zu einem gewissen Grad, weil wir ja ein großes Luftkissen haben, das wir gegebenenfalls beim Schwimmen ordentlich vollpusten, nämlich die Lunge. Aber normalerweise komplett ohne Lufteinlagerung in den Körper würden wir ja auch untergehen. Also die berühmte Wasserleiche kommt ja erst dann wieder hoch, wenn sich Gase im Körper gebildet haben, die für den nötigen Auftrieb sorgen. Schöner Fakt, ne? Wie dem auch sei. Jedenfalls ist es wirklich besser, je leichter bzw. je weniger dicht sozusagen das Holz ist, das man dafür verwendet. Und das machen eigentlich nahezu alle, die da irgendwie beteiligt sind, jetzt automatisch richtig, nämlich die nehmen Totholz. Der Fabio nimmt notgedrungen Totholz, das schon ein bisschen verwest ist, weil anderes kriegt er halt nicht durch mit seinem mangelnden Werkzeug, was er nur zur Verfügung hat. Das kann ich auch nachvollziehen. Was soll er denn dann anderes nehmen als vergleichsweise dünne Stämme? Macht Sinn. Ist also in keinster Weise ein Vorwurf. Der Fritz hat halt mit seiner enormen Hackarbeit da sich jetzt den Vorteil erarbeitet, dass er schon sehr gut trockene Stämme, einen lange in der Sonne liegenden, gar nicht so direkt auf dem Boden, in dem Bodenlebenwesen befindenden, sondern etwas erhöht liegenden Stamm hat, an dem er rumhackt. Das dürfte so ziemlich für einen Stamm auch das trockenste Holz sein, was man finden kann. Und trocken ist jetzt deswegen wichtig, weil je trockener der ist, desto weniger Wasser ist da drin. Und Wasser hat ja bekanntermaßen eine Dichte von 1000. Holz, Kiefer in dem Fall, was da gehackt wurde, hat so eine Dichte, ich meine 450, sowas um den Dreh. Ja, das ist aber auch, das ist ein grob schwankender Wert. Das hängt immer davon ab, wie lange beziehungsweise wie langsam oder wie schnell das Holz gewachsen ist, dann variiert die Dichte. Je langsamer gewachsen, desto höher die Dichte, je schneller gewachsen, desto niedriger die Dichte. Das heißt, im besten Fall würde man eine schnell gewachsene Kiefer nehmen, was man in dem Fall natürlich nicht beurteilen kann und die müsste außerdem eben als Totholz auch schon da liegen. So, aber jetzt, warum ist es toll, wenn das Holz besonders trocken ist? Erstens, weil das Wasser mit der Dichte von 1000 nicht mehr drin ist. Zweitens, weil stattdessen ein Luftpolster drin ist. Holz ist ja ein mikroporöses System. Da sind kleine Öffnungen, kleine Gänge, kleine Tracheiden drin und die dienen eben in dem Moment, wo der ganze Stamm ausgetrocknet sind, dazu jede Menge Luft einzulagern und damit ist der Auftrieb von einem Baumstamm, der super, super trocken ist, erheblich größer als der gleiche Baumstamm, wenn man ihn zum Beispiel ganz frisch umschneidet, weil in dem Moment hat der Baum eben noch gelebt, ist entsprechend voll mit Wasser, das soll ja noch oben in die Nadeln transportiert werden und ein schon lange toter Baum ist entsprechend auch schon relativ ausgetrocknet. Man könnte jetzt übrigens, wenn man sich so wie der Fritz da also wirklich Baumstammteile rausschneidet für seine Arche oder raushackt eher, wenn man langfristig mit dieser Methode ein langfristig schwimmendes Floß bauen würde, dann würde ich, so als kleiner Tipp, in den näheren Umgebungen Wäldern wirklich mal noch intensiv nach Harz suchen, nach Möglichkeit richtig viel Harz finden und dann versuchen mit dem Harz, die Schnittstelle, also da, wo er das den Baum durchgehackt hat, ja, die Schnittstelle, die er auch schön abgegradet hat, die mit Harz einschmieren. Ja. Harz heiß machen über dem Feuer, wenn es dann anfängt flüssig zu werden, einfach mit dem Harzklumpen hingehen und drauf rumschmieren, dann wieder heiß machen, wieder drauf rumschmieren, heiß machen, drauf rumschmieren. Theoretisch, wenn man eine Dose hat, kann man auch sämtliches Harz in einer Dose schmelzen und dann drüber gießen, bevor es wieder fest wird. Dann hat man die Gefäße im Holz eben auch abgedichtet. Denn man muss
wissen, diese Gefäße, in denen die Luft eingelagert wird im Holz, die verlaufen alle in Faserrichtung. Also bei einem liegenden Stamm, ne, so im Stamm, der hier so zwischen meinen Armen liegt, da verlaufen die Gefäße in diese Richtung. Ja. Die verlaufen nicht quer zum Holz. Das heißt, wenn du das Holz ins Wasser schmeißt, dann dringt das Wasser auch nicht quer durch das Holz überall ein, sondern es muss in Gefäßrichtung in den Stamm reinfließen. Das heißt, vom einen Ende und vom anderen Ende dringt dann langsam das Wasser ein, arbeitet sich vor, bis irgendwann, nach einer ganzen Weile im Wasser allerdings, der Stamm wieder wassergesättigt ist. Das dauert und das ist deswegen nur relevant für ein Floß, das wirklich sehr lange eingesetzt werden soll, weil das Wasser muss ja beim Eindringen in den Stamm die schon drin vorhandene Luft ja auch erstmal wieder rauskriegen. Und das dauert eben sehr lange und komplett durchfeuchten tut der Stein, der Stamm ganz oft auch überhaupt nicht, wenn man den, selbst wenn man den ganz lange ins Wasser schmeißt, bleibt er trotzdem im Inneren meist noch trocken. Weshalb Treibholz durchaus auch eine valide Brennholzquelle ist, wie wir auch beim Fabio schon gesehen haben, der hat ja recht viel mit Treibholz geheizt und das hat scheinbar ganz gut gebrannt. Kein Wunder, ja. Aber trotzdem, für ein ganz langfristiges Floß wäre dieses Einharzen der Endstücke noch eine tolle Möglichkeit, wie man das Wassereindringen langfristig fast verhindern kann. Fast. Wenn wir also einen Floßbaum haben wollen, dann nehmen wir ein leichtes Holz. Wir nehmen ein trockenes, leichtes Holz. Und ja, davon je mehr, desto besser. Denn je mehr Holz mit geringerem, also mit weniger Masse, Dichte, Entschuldigung, das Wort habe ich gesucht, als du selbst du unter dich packst, desto eher kann der zusätzliche Auftrieb vom Holz mit der sehr geringen Dichte dich halt noch zusätzlich auch nach oben drücken, damit du nicht untergehst. Das bringt uns dann zu dem Punkt, wo ich mal kurz noch ein bisschen rumspekulieren möchte, welches Floß schwimmt, welches Floß schwimmt nicht. Ich befürchte, das Modell Fabio, ich glaube nicht, dass das den Anforderungen genügt. Jetzt habe ich den Fabio schon mal unterschätzt und gemeint, vielleicht ist es der, der rausgeflogen ist und dann hatte er die Nacht seines Lebens. Aber trotzdem möchte ich in diesem Fall weiterhin spekulieren, dass das Floß vom Fabio nicht unbedingt den Anforderungen genügen wird. Das Floß vom Fritz, glaube ich, das dürfte sehr gut schwimmen. Da bin ich zuversichtlich. Und beim Chris, da bin ich so ein bisschen hin und her. Es kommt darauf an, wie viel er da noch einbaut. Ja, wenn er jetzt auf diese zwei großen Stücke, die er da verbaut hat, aus seinem gefällten Baum, und die zwei schmalen Querdinger, die er da ordnungsgemäß toll mit Klemmbautechnik irgendwie eingeklemmt hat, das sieht ja toll aus und ist auch super, gar keine Frage. Ich weiß nicht, ob das schon reicht. Da müsste vielleicht noch der eine oder andere Querbalken nochmal gegebenenfalls für ein kleines bisschen zusätzlichen Auftrieb noch dran an die Konstruktion. Andererseits wird es dann so schwer, dass, wie er selbst ja auch schon befürchtet, dass er es gar nicht mehr ins Wasser bekommt. Weiß ich nicht. Also ich würde sagen, bei Chris wahrscheinlich, beim Fritz bin ich mir ziemlich sicher und ich befürchte Fabios Konstruktion, die wird wohl eher nicht ganz schwimmen. Und dann hat man noch ein letztes Thema, wird auch schon langsam lang hier, die Sache mit der Losung. Kann man mit Losung irgendwas anstellen? Jein, das kommt drauf an, wo man sich befindet. Zum Beispiel im Himalaya wird mit dem Yak-Dung geheizt. Ja? Bei diversen Wüstenvölkern wird mit Kameldung geheizt. Meines Wissens in vielen Steppenländern, die Steppenregionen aufweisen, da wird auch fast immer mit dem Dung von was auch immer für ein Tier da weidet, das kann man auch mit Ziegendung zur Not machen, getrocknet, auch damit wird gerne geheizt. Das ist immer, und das muss man sich klar machen, ein Notbehelf. Hat man andere Brennmaterialien, Holz, zur Verfügung, dann ist Dung Schrott im Vergleich zu Holz. Aber wenn du gar kein Holz hast, weil du in einer riesigen Graslandschaft unterwegs bist und Gras selber noch mieser brennt als der Dung von deinen Kühen, deinen Schafen, deinen Ziegen, Kamelen, Moschusochsen, Moschusochsen werden nicht gehalten, deswegen eigentlich falsch, aber Yaks, ne? Im Himalaya, dann ist das halt einfach die Notlösung, das einzige Brennmaterial, das zur Verfügung steht, beziehungsweise selbst wenn du mal einen Baum findest und den verheizt, der wächst zu Zeiten, Lebzeiten deines Enkels nicht mehr nach. Daher, die Leute haben da schon wirklich Probleme und müssen dann halt mit dem heizen, was sie kriegen können. Für ein Szenario in Schweden ist es völliger Unsinn, jetzt irgendwie Dung verheizen zu wollen, wenn man nahezu unendliche Mengen an Holz zur Verfügung hat. Nahezu unendlich, ja, also nicht übertreiben.
Das wäre die eine Sache. Also als Brennmaterial theoretisch schon, praktisch brennt es aber nicht wirklich gut. Und das hat auch Gründe, weil der Elch hat das Zeug ja nicht gefressen, um es dann hinterher als besonders optimales, energiestrotzendes Brennmaterial wieder auszukötteln, sondern der hat es gefressen, um da alles möglichst Energiehaltige rauszuholen, das möglichst vollumfänglich zu verdauen. Drum, das, was aus dem Elch rauskommt oder auch aus dem Yak oder an sonstigen Pflanzenfressern, das bleibt immer schlechter vom Energiegehalt, weil die mussten ja von was leben, als die Pflanze diese vorher gefressen haben. Einziger Vorteil, es ist gegebenenfalls trockener, weil der Pflanzenfresser hat nichts davon, möglichst nasse Köttel zu hinterlassen, die ihn jede Menge Wasser kosten. Da müsste er ständig was trinken, damit er jedes Mal super nasse Köttel machen kann. Drum macht er möglichst trockene Köttel, Wasserrückgewinn im Darm, also da wird möglichst alles Wasser aus dem letztendlich auszuscheidenden Produkt entfernt, damit eben nicht unnötig Wasser verbraucht wird. Und drum sind die meist auch schon relativ trocken und gerade wenn man etwas ältere Losungen findet von Pflanzenfressern, gerade insbesondere Elch und andere wirklich reine Vegetarier, die auch einen Pansen haben und dann das Ganze sogar noch zweimal durchkauen, das ist schon alles irgendwie brennbar, aber halt nicht gut. Und die nächste Spekulation, wäre das nicht ein toller Zunder, um das mit dem Feuerstahl anzureißen oder gar beim Feuerbohren zu verwenden? Nee, also da habe ich noch nie was davon gehört, dass irgendjemand Dung als besonders guten, also selbst getrockneten Dung als besonders guten Zunder angesehen hätte. Gleiche Gründe, da steckt nicht mehr besonders viel Energie drin. Das Zeug schwelt zwar so ein bisschen vor sich hin, im besten Fall bei guter Sauerstoffversorgung brennt sogar so halbwegs so richtig, aber das bleibt eine stinkige, rauchige Angelegenheit. Das ist kein Vergleich, nicht mal im Ansatz zu anderen in Schweden verfügbaren Zundern und den zwei eigentlich omnipräsent. Senden, die du ein von beiden eigentlich immer findest, nämlich Harz und Birkenrinde. Die brennen beide wie Sau im Vergleich zu Dung, Köttel, Losung, was auch immer. Also wirklich, nee, da ist das Zeug relativ unbrauchbar. Jetzt gibt es Tiere, die den Dung anderer Tiere wieder auffressen. Könnten wir das nicht auch machen? Nee, es sei denn, wir hätten einen Magen, der so effizient noch die letzten Nährstoffe aus einer Stoffverbindung rausholen kann, dass er viel effizienter ist als der Magen von jemand, der vor uns da war. Und wir haben eher einen sehr, sehr einfachen Magen, der nur die am einfachsten zu verdauenden Nährstoffe aus irgendwas rausholt, was wir gegessen haben. Und befinden uns also eher an dem Ende der Nahrungskette, wo andere Tiere unseren Dung tendenziell essen könnten, weil für deren deutlich spezialisiertere und bessere Magen da möglicherweise noch verwendbare Nährstoffe drinstecken. Umgekehrt funktioniert nicht. Damit müssen wir klarkommen, dass wir als Mensch in der Hinsicht relativ schlecht ausgestattet sind. Ja? Also ich wüsste wirklich nicht, wozu Losung gut sein soll, außer Sammelleidenschaft. Ja, das wär's von meiner Seite aus gewesen. Ich hoffe, es war wieder so ein bisschen was Interessantes dabei. Sorry für die Länge, aber wenn es viele Fragen sind, ich möchte es halt auch ein bisschen ausführlich beantworten, weil einfach nur mal ganz kurz googeln und dazu zwei Zeilen finden, das könnt ihr selber. Ein bisschen Details dazu, dafür könnt ihr dann mich fragen. Ne? Und vielleicht steht es doch in irgendeinem dieser Bücher. Macht's gut.